Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und draußen im Stream. Wir debattieren hier heute einen Antrag von CDU und einen der FDP zur Braunkohle und dem geplanten Klimaschutzbeitrag für alte Braunkohlemöhren, die seit Jahrzehnten abgeschrieben und die rein Gelddruckmaschinen sind. Und wir halten fest, dass die Vorschläge aus Berlin für sich allein genommen unzureichend sind. Wer sichere und bezahlbare Energieversorgung will und damit Arbeitsplätze in der Energieproduktion und bei den gewerblichen Verbrauchern sichern und ausbauen will, wer gleichzeitig Ressourcenschonung, Klima- und Umweltschutz betreiben will, der muss die Energiewende mit aller Kraft fördern und darf nicht versuchen, den Strukturwandel auszubremsen, der eh schon eingesetzt hat. Und das haben sogar die großen EVU gemerkt, die dreckigen Vier, die bereits anfangen, ihre veralteten, ineffizienten, unwirtschaftlichen, umwelt- und klimaschädlichen und auf sich totgeweihten Bereiche mit den Ewigkeitsschäden und anderen Belastungen abzutrennen, eine Art Bad Bank aufzumachen. Was sagen denn die antragstellenden Fraktionen dazu? Haben Sie das verschlafen? Ich greife mal einige Details heraus. Behauptet wird ein unverhältnismäßiger Eingriff in Eigentumsrechte, der massiv die Investitionssicherheit unseres Energiestandortes angreift. Fakt ist, dass der Klimaschutzbeitrag besonders uralte, längst abgeschriebene Kraftwerke betrifft, also keine Gefährdung der Investitionssicherheit ist, sondern im Gegenteil Investitionssicherheit für die Energiewende schafft. Behauptet werden Einseitigkeit zu Lasten nur einer bestimmten Technologieform, Wettbewerbsverzerrung, Strompreissteigerungen sowie der Aufbau eines bürokratischen Parallelsystems zum EU-Emissionshandel. Fakt ist, dass Wettbewerbsverzerrungen sich vor allem durch massive Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschäden ergeben, die bei Kohlekraftwerken nicht eingepreist sind, wobei der angedachte Klimaschutzbeitrag einen völlig unzureichenden Schritt in die richtige Richtung darstellt. Fakt ist auch, dass der EU-Emissionshandel derzeit keine Lenkungswirkung für das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele entfaltet. Fakt ist auch, dass der Klimaschutzbeitrag über Emissionshandelszertifikate laufen soll, die damit verbraucht würden. Das ist eben kein bürokratisches Parallelsystem. Behauptet wird eine Gefährdung zehntausender Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen ohne irgendeine Wirkung auf das Weltklima. Fakt ist, dass die Energiewende der Innovationsmotor für den unausweichlichen Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen ist. Und natürlich hat ein verminderter CO2-Ausstoß Auswirkungen auf das Weltklima, egal wo, ob in China oder Nordrhein-Westfalen. Und noch bizarrer ist der Antrag der FDP. 100.000 Arbeitsplätze würden verloren gehen. Tatsächlich wären es 34.000, falls alle Arbeitsplätze in der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen sofort wegfallen. Denen stehen bereits jetzt bis zu 54.000 bei den Erneuerbaren gegenüber. Diese Zahl wird mit dem Fortschritt der Energiewende weiter steigen. Dazu kommt bisher ein Zwangsvertriebener auf jeden Braunkohlebeschäftigten. Und diese Zahl würde weiter steigen, wenn es nach innen ginge. Die Folge von deutschen Kraftwerksabschaltungen sei, dass weniger effiziente Kraftwerke in anderen europäischen Staaten mit den frei werdenden Zertifikaten länger am Leben erhalten werden. Ja, wie denn, wo der EU-Emissionshandel derzeit ohnehin keine Lenkungswirkung hat? Und weil Deutschland weltweit mit die meiste Braunkohle fördert, wie sollten andere Länder das dann aufholen können? Herr Lindner hat hier davon gesprochen, es sei ein unverantwortlicher Export von Dreck in andere Länder, die mit dieser Abgabe folgen würden. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Lindner will ganz offensichtlich, dass der Dreck nicht exportiert wird, dass die Quecksilber-, Feinstaub- und Kohlendioxidbelastung weiter hier im Lande bleibt. Vielleicht, weil die Menschen im Rheinischen Revier ja so schon dran gewöhnt sind, denen macht es nichts mehr aus. Das sehen wir allerdings anders. Wir stellen fest, der Wohlstand in Nordrhein-Westfalen hängt davon ab, dass der unausweichliche Strukturwandel erfolgreich ist. Er darf nicht durch vergebliche Sabotageversuche ausgebremst werden, sondern wir müssen ihn gemeinsam fördern und schöpferisch begleiten. Und es ist Ihre ideologische Anti-Klimaschutzpolitik, die den Industriestandort Nordrhein-Westfalen gefährdet. Regionale Klimaschutzprojekte bieten weltweit den größten Klimaschutzbeitrag. Sie schaffen innovative Arbeitsplätze und sie sind keine Alleingänge, sondern eine globale Entwicklung. Und jetzt nochmal kam ein Entschließungsantrag der regierungstragenden Fraktionen ein, der 168559. Der bezieht sich auf die unzureichende Klimaschutzstrategie der Bundesregierung. Derselben Bundesregierung, die die Energiewende massiv bremst.
und dadurch genau die Strukturbrüche provoziert, vor denen hier in dem Entschließungsantrag gewarnt wird. Strukturbrüche vermeiden durch gezielte Förderung und Gestaltung des Strukturwandels Energiewende. Das hätten Sie da reinschreiben müssen. Als Reserve schlagen Sie dann vor, dass hier die alten Braunkohlekraftwerke vorgehalten werden sollen. Nein, als Reserve sollte man lieber die stillgelegten Gaskraftwerke, die effizienter und umweltfreundlicher sind, wieder aktivieren, statt die alten ineffizienten Braunkohlekraftwerke weiter vorzuhalten. Und die Kraft-Wärme-Kopplung, die Sie in Ihrem Entschließungsantrag ebenfalls erwähnen, die hat da gar nichts zu suchen. Die hat nichts mit Braunkohle zu tun, die hat nichts mit der Klimaschutzabgabe zu tun. Und wir haben diese Kraft-Wärme-Kopplung bereits in einer der letzten Plenarsitzungen behandelt und erfolgreich abgestimmt mit einem Verbesserungsantrag von uns Piraten, den Sie mit angenommen haben. Das brauchen wir hier kein zweites Mal reinzuschreiben. Wir lehnen auch diesen Änderungsantrag ab, weil er völlig in die falsche Richtung zielt und unzureichend ist. Vielen Dank.